Yo, 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 Leutzens, was geht ab? Hier ist einmal mehr der Saar. Der Saar. Mit dem Marzipanlikör vom Aldi. Und dieser Marzipanlikör steht hoffentlich stellvertretend für alle anderen Marzipanliköre, die es 2018 überall im Handel gibt. Sind überall erhältlich. Und wow, das riecht wirklich krass nach Marzipan. Also Marzipan besteht aus Mandel hauptsächlich. Boah, riecht das geil. Ja, ist eigentlich Bittermandelgeruch, ne? So wie Amaretto. Wie machen die das dann, dass das Marzipan nach Bittermandel schmeckt und nicht mehr nach normaler Mandel? Weil wenn man eine Mandel isst, dann schmeckt die ja nicht wie ein Amaretto, ne? Ist ja ein anderer Geruch. Da gibt es ja irgendwie dann diese Bittermandel. Na, wenn ihr mehr wisst, dann schreibt es mal in die Kommentare. Wenn ihr nichts wisst, dann schreibt einfach ein Fragezeichen. Das riecht auf jeden Fall richtig geil. Richtig geil. Richtig geil. Richtig geil, yo. Richtig geil, yo, yo, check the flow. Oh, ich könnte da den ganzen Tag dran riechen. Das beschlägt so richtig, das benetzt so richtig das Glas, ne? Das probiere ich mal. 15% Sahnelikör Marzipan. Das hat so geil gerochen, aber schmeckt wie eine flüssige Pralinenfüllung, steht hier, ne? Es riecht so geil, aber es schmeckt nicht so gut, wie es riecht. Marzipan Sahnelikör. Ein sahniges Geschmackserlebnis mit dem feinen Duft und Geschmack von leckerem Marzipan. Hergestellt nach hauseigenem Rezept. Das ist immer so geil, ne? Hauseigenes Rezept. Ich war mal in einer Wirtschaft, also in einem Restaurant habe ich gearbeitet. Jemand muss ja dort die Küche ein bisschen auf Trab halten und verfeinern. Und da gab es auch so ein Brot, ne? Das hat aber der Inhaber als hauseigenes, hausgebackenes Brot vermarktet. Aber eigentlich war das nur von irgendeiner Großbäckerei nach dem Rezept des Inhabers gebacken. Also voll der Beschiss, ne? Dann gab es immer als Amuse-Gueule, dieses hausgebackene Brot. Dieses handgeknetete, hausgebackene Brot. Also aus einer riesigen Bäckerei, ne? Naja. Dann gab es es immer mit Knoblauch-Mayonnaise, ne? Selbstgemacht. Die war wirklich selbstgemacht. Aber Mayonnaise ist ja eigentlich nur Öl, Salz, Pfeffer, je nachdem ein bisschen Zitronensaft oder Essig und Aioli dann halt noch mit Knoblauch. Also billigste Zutaten, macht aber satt, weil besteht zu 90% aus Öl. Das dann auf das billige Brot, weil Brot kostet auch nicht viel. Und dann waren die Leute immer schon halb satt, ne? Da hat der italienische Bastard mir das immer noch ganz schön offen zugeflüstert, wenn er besoffen war, ne? So, oh ja, ich mache ja die Leute so, ich ziehe denen ja so das Geld aus der Tasche, ne? So ein Bastard, wirklich. Man kann es nicht anders sagen. Ein Hundesohn, auch wenn ich sonst nicht so mit diesen Ausdrücken um mich werfe. Aber bei diesem Marzipanlikör kann einem schon mal das ein oder andere Fluchwort, das ein oder andere pejorative Schimpfwort über die Lippen kommen. Jetzt müsst ihr erstmal gucken, was pejorativ ist. 90% aller Zuschauer. Tut mir leid. Ich will euch nicht beleidigen. Ich bin einfach nur so schlau. Also man riecht dran, voll geil. Und dann trinkt man es, dann schmeckt es so wie billige Sahne. Naja. Gut, habe mich jetzt genug unbeliebt gemacht. Ich verabschiede mich. Schaut hier oder hier andere Rezensionen von mir an.